take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Arch Gaming. Flo wieder am Start. Heute haben wir ein, wenn wir denn so wollen, Twitch-Livestream-Highlight für euch. Wir werden heute einige Packs machen, 30 plus Packs. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst sehr gerne Liebe da. Ihr wisst Bescheid, Support ist come out. Ihr könnt das Video unterstützen mit dem Däumchen nach oben. Meine tägliche Arbeit damit, das wäre auf jeden Fall Ehre. Lasst einen Kommentar da, lasst mich wissen, was ihr in euren Packs eigentlich drinne. Und damit würde ich sagen, starten wir rein in die Packs. Und wenn ihr keinen FIFA-Coin mehr verpassen wollt, lasst gerne kostenlos ein Abo da. Let's go und rein in die Packs. Heute 30 Packs sind da und wir werden sie jetzt öffnen. Wir werden sie jetzt öffnen, fangen an mit den Gold-Packs und boah, mal schauen, was drin ist. Bin hyped. Kolomani, auch nicht bei der Weltmeisterschaft dabei. Mal gucken, ob wir einen roten ziehen. Pass to Glory. Irgendwelchen anderen roten, einfach Weltcup-Karten wäre nice. WM-Karten wären schon nice. Sagen wir, wie es ist. Wäre schon nice. So, hier ist noch nichts drin. Top-Partien können wir gleich noch machen. Top-Partien, die Packs können wir gleich noch machen. Auf jeden Fall. Come on, Friends. Drückt die Daumen. EA gönnen. Position-Modifikator, komm rein in den Verein. Da sagen wir nie nein. Premium Gold-Pack jetzt. Und dann können wir nachher noch Quali spielen. Da haben wir dann auch wieder Packs am Stissel. Übrigens. Bei Jumbo Premium Gold-Packs. Geht immer nach rechts, Argentina. Gut, wir haben auch gestern ordentlich Packluck am Stissel gehabt, Friends, mit CR7. Also insofern, oh, die hätte ich auch nutzen können. Wollen wir uns da nicht aufregen. Reus. Auch wieder ein Nicht-WM-Spieler. Nächstes Pack, Prime Gold-Spieler, seltenes, zwei selten haben wir da, okay. Komm, seltenes Gold-Pack. Oh, Inform ist da, Alter, nice. Das war das Trade-Pack, oder? Bonaventura. Bonaventura. War sogar das Trade-Pack. Nice. Nehmen wir mit. Sehr gut. So, 3-2 Spieler-Packs jetzt. Also ich kann mir nicht vorstellen, so wie ich es gehört habe, sollen ja im Shop vor allen Dingen die am Stissel sein. Arnautovic, Balerdi, diese roten, Time-Limited, Zeitlimitierten. Also warten wir mal ab, was da kommt oder nicht kommt. So, hier liegt kommt und Alex Vidal. Nächstes. Oh, da denkt man kurz. Da kommt keine Goldkarte rum und dann ist es wieder so ein Libertadores-Spieler. Und so, noch ein zwei seltenes Goldspieler-Pack. Wieder nix. Seltenes Elektrospieler-Pack, seltenes Gemischspieler-Pack. Oh, 83 plus seltenes Goldspieler-Pack. Wait, wo kommt das her? Ah, das ist das aus den Objectives. Mit den Tagesanmeldungsdingern. Okay, 80 plus Spieler sind dann hier. Das haben wir ja gestern gezählt, sind 10. Und dann haben wir hinten... Ah, es wurde refreshed, Friends. Guck mal hier hinten. Seltenes Goldpack. Die einzigartigsten Gold-Items, alle in einem einzigen Pack, eine Mischung aus 12 Gold-Items. Dazu gibt es dann eben zwei Spielerwahlen mit zwei FIFA World Cup Spielern. FIFA World Cup Challenge Katar, was wir eben gemacht haben, die SPC. Alright, das ist auf jeden Fall schon mal nice. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Das ist cool, das ist sehr, sehr nice. Aber wir gehen erstmal mit den Packs hier weiter. Das heißt, da haben wir da auf jeden Fall gleich was. Wo wir uns freuen. Oh, weiterer TOTW. Nice. Guck mal, 84er, 83er SPC-Futter ist da. Ich sag mal so, da sagen wir nicht nein. So, Grüße gehen raus, Buni. Grüße gehen raus. Grüße zurück nach Berlin. Nächster TOTW. Hä, was ist hier los? Hä? Let's go. Gib mir all die Team of the Weeks für die SPCs. Komm ran hier. Jake und Dumfries. Und wieder Kolaté. Die dürfen wir, glaube ich, Untrade haben. Sehr, sehr nice. So, 80 plus Packs und 83 Pluser. Da habe ich jetzt Angst, so ein bisschen wegen Duplikaten, muss ich euch ehrlich sagen.
Und ich glaube, wir machen erstmal die vollen Packs auf. Mit dem Verbrauchsobjekt. Weiß ich, ich habe so ein Gefühl. Wie ein TOTW. Back to back to back to back. Sehr nice. So, 80, 80, 80. Nächstes Jumbo-Pack, eben nur zwei Duplikate. Oh, da ist einer. Da ist ein Pass to Glory. Let's go. Come on. The Lady. Den nehmen wir doch mit. Den nehmen wir doch mit. GG, let's go, Friends. Da ist er am Start. Let's go. So muss es sein. Oh, noch ein 86er. Guck mal, er ist einfach auf Discard. Das ist ja so bodenlos. Sieht nice aus. Oh, das. Ey, Freunde, ernsthaft? Das ist nice. Das, guck mal. Guck mal, Goldkarten einfach so lame mit grauem Hintergrund. Und das ist schon nice, dass sie einfach hier FIFA World Cup Weg zum Ruhm die Karte angepasst haben. Und da ist einfach so einen roten Background. Ich finde, das sollten die generell immer bei Promokarten machen. Es ist so ein kleines Plus. Aber ich finde das schon sehr, sehr nice. Ich finde das schon sehr, sehr nice. Ist so eine kleine Änderung, aber ich finde, sie ist trotzdem big. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu ist, aber ich finde es nice. Okay, erster Pass to Glory ist am Start und wir haben doch einige Sets. 80 plus, 80 plus, seltenes Spielerpack. Freunde, seltenes Spielerpack. Oder auch nicht. Bunu haben wir am Start. 84er. Akanji, boah. Ich glaube, den habe ich nur als TOTW bis jetzt gezogen. Und hier müssen wir fast schon reingehen in der SBC, ne? Ja, hier gehen wir rein in der SBC. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen weiter in den Packs. Wir haben jetzt die Top-Partien mit den Duplikaten ready gemacht. Darunter unter anderem auch dieses Silberspieler-Pack. Schauen wir weiter rein. Schauen wir weiter rein, was das Ganze hier gibt. Also, das Schöne ist, die sind natürlich tradable. Die können wir draufpacken auf die Transferliste. Und ja, mal schauen, was jetzt noch drin ist in den jeweiligen Packs. Wie viele Pass-to-Glory-Spieler? Ich bin wirklich happy. Wir haben schon einen gezogen. Da bin ich mehr als happy mit. Wirklich, ohne Witz jetzt. Mehr als happy mit. Und insofern gucken wir jetzt mal, was noch so geht. Mit dem Ganzen hier. Ich dachte gerade, hä? Wer ist das denn? Asmund von Leverkusen natürlich. Zack. Auch die Transferliste mit dem Kollegen. Und dann geht es weiter mit dem seltenen Elektrospielerpack. Kommt, 82 plus wieder garantiert. Ah. Kein TOTV. Oh. Oh, war das jetzt Hakimi? Nein. Ziehe ich. Hey, Werner. Nehmen wir mit. Transferliste, die anderen beiden. Prime gemischt Spielpack. 6 seltene sind am Start. Ah, come on. ZDM. Fernando. Also mal heute so ein ordentliches Pack-Opening, Friends. Ordentliches Pack-Opening auf jeden Fall. Und für die, die im Stream dann zuschauen, wir gehen dann gleich ins Teambuilding. Und hier haben wir auf jeden Fall hinten das. Das heißt, wir machen jetzt tatsächlich die 83 oder das 83 Plus Pack. Dann die 80 Pluser und last but not least das FIFA World Cup Pack. Wollen wir es jetzt einfach mal nennen? Monin! Oh, 84er. Alright. Komm, 80 Plus. Aus 10 80 Plus Packs. Ist da ein Pass to Glory Spieler zu viel verlangt? Ist da zu viel ver... Ach, Gott. Duplikata Kanji. Ernsthaft, EA? Komm, du hast eine Aufgabe. Eine Aufgabe, EA. Eine Aufgabe, EA. Das kannst du keinem erzählen. Das kannst du echt keinem erzählen. Otavio aber am Start. Alright, komm. 82 plus müssen hier dabei sein. ZDM. Ah, wir gehen langsam hoch. Langsam aber sicher geht's hoch vom Rating. 81er, 82er. Jetzt hier 83er. Der ist sogar tradable. Let's go. Immerhin. Weiter geht's. Da ist der nächste. Aus dem 80 plus Pack. 87er Kamachal. Der nächste aus der La Liga. Let's go, Freunde. GG in den Chat. So muss es sein. So muss es sein. Oh.
Ich wollte gerade sagen, also wenn der auf Discord ist, da bin ich aber raus. Da bin ich aber raus. Big Pull, Friends. Big Pull. 150 plus. Oh, let's go, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen da oben da dafür. Ey, wie geil ist das denn? Über 150k. Let's go. Kann gern so weitergehen, ey. Kann gern so weitergehen. Let's go. Der zweite aus den Packs. Aus den 30 plus Packs. Ah, das ist ein Träumchen. Friends, es ist wirklich ein Träumchen. Das ist wirklich ein Träumchen. Komm. Next one. Wo bist du? Wo bist du? Ich glaube, es ist auch wieder ein Duplikat, ne? Komm, diesmal stoßen wir ihn ab, den Kollegen. Der nächste aus der La Liga mit Depol. Also, wir haben hier auf jeden Fall einen La Liga-Packluck. Boah. Siehst du, ich habe euch gesagt, einer aus den 1080 Plus Packs, die ich da ready gemacht habe. Das ist nicht zu viel verlangt. Das ist nicht zu viel verlangt. Diego Carlos, rein mit dir, Edelverein. Oh, come on, noch ein. Jetzt wollen wir es. Jetzt wollen wir es richtig, Friends. Wieder Spanien. Ja, La Liga. Jesus Navas. Nur noch hier aus der La Liga, oder was? Zwei noch. Oh, Friends, ernsthaft. Was ist hier los? Mega. Mega happy. Gestern CR7. Heute jetzt schon zwei Pass to Glories. Besser geht es wirklich nicht. Sehr, sehr geil. Wieder Rechtsverteidiger. Hä? Das ist doch nicht dein Ernst. Ist es dein Ernst, ey? Und dann last but not least. Das seltene Goldpack mit zwei Player Picks. Bin ich mal gespannt, wer da drin ist. Kommen wir rein. Oh. 285er, Iago Aspas und Depay, da sind wir übrigens wieder in der La Liga. Also irgendwas ist mit der La Liga auf jeden Fall gerade los. Der nächste Deutsche. Wir nehmen Süle mit. Let's go. Oh, und hier könnte man dann theoretisch mit Kamerun gehen, aber Argentinien, Lo Celso, sage ich nicht nein. Nice, Süle und Lo Celso. Friends. Ich würde sagen, das sah gar nicht mal so schlecht aus. Let's go. Falls ihr jetzt auch Lust habt, mehr Videos zu sehen, dann kann ich euch dieses Video empfehlen, Friends. Schaut es euch auf jeden Fall an, es lohnt sich. Da geht es nochmal explizit um die Swaps. Falls ihr also da Fragen habt, wie funktioniert das mit dem Swaps-System, da erkläre ich euch das Ganze. Also gerne reingehen in das Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.